Weiter geht's bei Stadt Filmabend mit einem Riesenfaultier und langen Klingen, die wir gerade eben erfunden haben, letztes Mal. Meine Güte, das könnte auch mal sauber gemacht werden hier. Und hier liegt immer noch ein Insekt rum. Kerstin, trag mal bitte das. Will kein Reiniger sein. Kein frei erreichbarer Lagerplatz. Oh, warum das denn nicht? Weil die verrottet ist schon. Skelettiert, ja. Okay, das heißt, wir brauchen einen Platz für skelettierte Leichen. Hier zum Beispiel. Lager. Brocken, nicht Leichen. So. So, Kerstin, was ist denn nu? Kannst du den nu raustragen? Ja. Immer noch abscheulich, aber schon wieder ein bisschen weniger abscheulich. Wir müssen diese Tür zumachen hier. Können wir vielleicht den Tisch hier oben hinstellen? Weil hier liegen ja eh Steine rum. Kopieren wir mal diese Einstellung und machen das stattdessen hier hin. Wupp. Einfügen. So. Haben wir die gleichen Aufgaben hier noch? Ja, sehr gut. So. Was können wir denn aus dem Raum dann noch machen? Es ist ein langweiliger Laborraum. Okay. Also hier können wir auf jeden Fall so einen reinstellen, den wir noch nicht bauen können, aber macht nichts. Dann bauen wir hier für die Produktion Mechaniker-Dings hin. Können wir auch noch nicht bauen, aber macht nichts. Wir brauchen Nähtisch. So, und wir brauchen Künstlerwerkstatt. Können wir auch hier mit hinbauen. So. Und für die Möbel brauchen wir Sessel aus glattem Leder. Können wir die uns leisten? Ja. Jetzt ist natürlich, stehen wir hier mitten im Steinlager. Das war eigentlich nicht die Idee. So. Ja.
Immer noch abscheulich, wieder ein Stück abscheulicher geworden. So, hatten wir nicht noch so einen da? Genau. Die montieren wir mal hier hin. Dann müssen wir gleich auch Strom hier hinbringen, aber wir haben eh noch kein Metall. Königlicher Tributeintreiber. Was Verwandtschaft war da? Wer ist denn da verwandt von den? Mist, habe ich weggeklickt. Da unten sind die. Mal gucken, wer verwandt ist. Sozial. Bekannter. 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 Ex-Liebhaber von Ivan Golden, wer auch immer das ist, bekannter, bekannter Liebhaber von Heiko C. Birell, Alter 50 Sturmsoldatin, unerschütterlich Transhumanist Nachteule. Okay. Was ich nicht alles für Leute kenne hier, das ist ja interessant. Ach, scheiße, hier oben wollte ich eigentlich gar nicht sowas reinbauen, sondern Hydroponik, ne? Schon ganz wieder vergessen, weil kein Winter mehr ist. Verdammte Axt. Naja, das kriegen wir hier auch noch reingequetscht. So, das sieht ja alles gar nicht schlecht aus hier. Cool. Dann brauchen wir diese Wände, müssen natürlich auch noch geglättet werden. So rum nämlich. Ach ja. Hier würde eigentlich noch ein Schlafzimmer hinpassen, ne? Hier oben. So, also, aber was wir als erstes mal brauchen, ist hier.
siehst du, schon ist der Raum eindrucksvoll. Interessant. Hier haben wir auch noch Metall. Forschung abgeschlossen, Kakao, Forschungsmenü, adlige Kleidung. Und hier brauchen wir dann natürlich... Ah, siehst du. Der Reis wird angebaut, sehr gut. Und hier unten Heilwurzel, sehr schön. Nussi ist zumindest fertig mit seinen Pilzen. Hier liegen immer noch. Können wir mal, wenn dann wieder einer kommt und uns angreifen will, der soll wenigstens seine eigenen Befestigungsanlagen bauen müssen. Wir könnten hier eigentlich noch ein paar mehr hinbauen. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert mit dem. Wenn hier durchlatscht, latscht ihr halt in eine Falle Zeug. So. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann brauchen wir hier natürlich eine Tür mindestens. Und hier eine Wand. Oder verrückter Truthahn. Oh mein Gott. Was ist hier bloß immer los? Oder wir brauchen hier so ein Temperaturdingsi. So. Verrückter Truthahn. Ah, er läuft nur noch hinterher. Ah, nur noch ab. Hilfe! Carsten! Oh! Hilfe! Ja, siehst du, geht doch. Cool. Sehr schön. Wo läufst du hin damit? Nein! What the fuck? Du sollst... Frisches soll da nicht erlaubt werden, sondern... Das Frische wollen wir natürlich in unseren Kühlraum bringen. Verdammte Scheiße. Warum haben wir den vergrößert? Ist immer noch kalt genug da drin. Sehr gut. Gucken, ob die drei Kühldinger, ob die im Sommer, im Hochsommer auch reichen. Das ist noch ein bisschen fraglich, aber das sehen wir dann. So. Produktion, Hydroponik. Wir brauchen erstmal so eine Sonnenlampe hier. So, dann machen wir die ganze Hälfte wird für Hydroponik dann benutzt.
Forschungsmenü. Harfe. Was ist die Welt ohne Harfenspiel? Falls ihr euch wundert, dass ich den ganzen Kram eigentlich gar nicht brauche, ich versuche hier der Reihe nach von billig nach teuer durchzuerfinden, nachdem ich hier schon die wichtigsten Sachen erfunden habe. Was wir dann auch mal machen könnten, ist hier Prothesen zu erfinden, weil einigen Leuten fehlen noch ein paar Lungen. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute scheinbar, die Minenarbeit machen, Bergbau. Wir haben eigentlich schon genug auf Bergbau eingestellt, außer Nussi und Bench. Nussi kann mal Bergbau machen, wenn er fertig ist mit seinen anderweitigen Tätigkeiten, genauso Bench. Siehst du, da sind die bald durch hier. Sehr gut. Theoretisch müssten wir hier auch noch mal ein paar Fallen hinstellen oder sowas. Fehlende Körperteile. Okay. Eine Schildkröte wurde zahm. Oh, toll, Schildkröte. 117 Jahre alte Schildkröte. Okay. Ins Tiergebiet mit dir. Wie sieht eigentlich unser Riesenfaultier? Kann es schon Sachen tragen? Nein, noch nicht. Folge dem Meister. Können wir trotzdem machen. So. Dank seines hohen Stimmungswertes hat Markus eine Inspiration erfahren. Er wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Okay. Okay. So, dann können wir hier mal ein Bett hinstellen und eine Kommode und einen Nachttisch und eine Lampe. Das kommt hier oben weiterhin. So. So, das sieht doch gut aus. So, vielleicht brauchen wir, müssen wir in diese Richtung noch weiter Strom machen. So. Die Schildkröte. Beleidigungstour, Carsten. Carsten ist auf Beleidigungstour. Er wird herumlaufen und zufällig Leute beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösungsfaktor war stärkere Schmerzen. So, dann beobachten wir mal, was hier passiert. Oha! Inspirierte Operation, okay. Okay, was war das gerade? Carsten beleidigte die Baufertigkeit von Luno. Okay, wie gesagt. Lässt sich nicht beeindrucken. Carsten beleidigte lauthals den Charme von Luno. Okay. Macht
18, ich weiß nicht. Forschungsmenü, machen wir mal die Ersatzorgane, das ist vielleicht, vielleicht können wir da eine Lunge bauen oder so. Oh, da hat er schon wieder was. Carsten beleidigte, Carsten verglich nur mit einem Känguru und hat nochmal den Charme beleidigt. Also Carsten fällt scheinbar nichts mehr ein. Ja, was, er will weiter. Und den Mut, okay. Oh nein, nicht das Flussbündnis. Zum Ort springen. Okay, die haben alle Nahkampfwaffen. Und das sind keine Bärte, das sind Gesichtsschleier aus Stoff. Okay. Und der hier, Bisonwolle. Okay, gut, das ein Gesichtsschleier aus Bisonwolle, das ist, wir können sagen, das ist ein, das ist ein, eine Bartprothese. Okay. Die greifen sofort an, scheinbar. Zuweisung, dann Zeitplan da. Dann geht man nach Leute innen und die Tiere gehen nach Tiere innen. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Oh. Okay. Imperialisten am Boden. Ein Shuttle der Fraktion, das Exodus-Imperium, ist beschädigt und sucht einen Landeplatz. Dessen Kommandant Theodos will in Anstandshagen landen. Ureinwohner der Fraktion, das Flussbündnis, werden den Absturzort des Shuttles angreifen und versuchen, die Insassen zu töten. Du musst sie verteidigen. In dem Shuttle befinden sich Theodos, ein weiterer Zivilist und drei Soldaten. Der Kommandant und der Zivilist müssen gerettet werden. Aber die Soldaten sind entbehrlich. In 8 Stunden wird ein Rettungsshuttle eintreffen, um die Überlebenden abzuholen. Du musst sie innerhalb von 12 Stunden an Bord bringen. Für Ruf, für ein Hemd oder für Ehre. Und wir dürfen das Shuttle, aber ich habe keine Ahnung, wer mich angreift dann, ne? Außer, dass es Ureinwohner vom Flussbündnis sind. Und die habe ich ja eh schon, also vielleicht kommt noch mehr davon dann. Läuft in 12 Stunden ab, na, ich glaube, das lassen wir erstmal. Nicht so lange wie hier. Oh, siehst du, da sind noch mehr davon. Die greifen da oben an. Das sollte machbar sein. Die sind natürlich alle noch nicht fertig hier, aber was soll's. Wenigstens schießen die nicht auf uns. So, Carsten, was hast du nun schon wieder? Den Respektlos, den Körper von Nunu, das Gewicht von Nunu, meine Güte. Carsten bezeichnete Kerstin als Alpaka. Okay. Keiner kümmert sich. Oh, okay. Das. Ah, nee, das war gar nicht. Ha. Ah, Licht, sehr schön. Starten. Was ist hier los? Carsten und Ratte kloppen sich. Carsten bezeichnete Ratte als Kobold. Carsten beleidigte respektlos die Kampftechniken von Ratte. Dies hat Ratte richtig wütend gemacht und er schlug zu. Aha, also du kannst ja gar nicht richtig zuhauen und dann hat Ratte zugehauen. Macht Sinn. Okay, dann schauen wir mal, wie das mit den Angriffen hier ist. Die laufen schnurstracks auf die Fallen zu. Sehr schön. Oha. Ah.
Scheiße, alle drei auf mal kaputt. Was ist hier los? Oh, fuck. Brigola wird wahrscheinlich sterben jetzt. Oh, nee. Lebt noch, wa? Nee, tot. Okay, die zwei sind noch da, aber die haben jetzt auch die Schnauze voll und hauen ab. Okay, dann können wir nur wieder reparieren alles. Zip. Zap. Und hier wieder plopp, plopp, plopp. Plopp, plopp, plopp. Ist hier was kaputt gegangen? Außer... Nee, nicht wirklich. Ist hier noch jemand am Leben? Nee, nicht wirklich. Okay, also das hier funktioniert relativ gut, dieses lustige kleine Kreuz da. Das hier funktioniert nicht so gut. Vielleicht sollte ich hier ein paar Stachelfallen drumstellen. Und hier brauchen wir wieder Wand aus Marmor. Sehr eindrucksvoll, siehst du, geht doch. Und den Raum haben sie mittlerweile auch mal sauber gemacht. Das war, glaube ich, Benchs Zimmer, ne? Bench. Sehr gut. Meine Güte, ich will die verdammten Steine hier markieren. Warum geht das nicht? So. Gut. Also den können wir mal hier hinstellen, damit er nicht direkt vor der Tür steht, die im Übrigen noch fehlt. So. Und dann brauchen wir noch was für die Temperatur. Ach so, können wir nicht. Mhm. Können wir hier aber. So. So, wir brauchen hier am besten erstmal Heilwurzel. Können wir das nicht zusammen? Achso, warte, das ist... So. Achso, Zuweisung. Wir können euch jetzt wieder unbegrenzt rumlaufen lassen. Und ihr beide sollt natürlich auch überall herumlaufen dürfen. Die Schildkröte kommt wieder in das Gebiet 1.
So, hier können wir auch Heilwurzel. Im Sommer können wir hier Heilwurzel anpflanzen. Und im Winter dann Nahrung. Das funktioniert doch alles sehr schön. Und ich glaube, wir sind auch schon wieder rum mit der halben Stunde. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Knopf mit dem Daumen und vielleicht mit dem Abonnieren und schreibt einen Kommentar. Ihr müsst nicht, aber könnt ihr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal bei Stadtfilmabend, wenn vermutlich, so wie es aussieht, alles sauber ist und Normalität einkehrt. Ich weiß nicht. Wäre toll. Vielleicht können wir sogar wieder ein paar Tiere zähmen, jetzt wo wir hier Heu haben. Das wäre schön. Ja. Dann bis denn. Tschüss.